Fangen wir doch hier mit diesem wunderschönen Video an. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Wir haben hier einmal Villa der Liebe Trailer in der Bachelor Parody, meine Freunde. Let's go. Schauen wir mal ganz kurz, was Villa der Liebe ist. Jonas Ems hat tatsächlich eine ganz, ganz tolle Nummer gemacht. Und zwar hat er jetzt Villa der Liebe gemacht. Das ist so eine Art Bachelor Parody und ich bin mir sicher, dass das eine Menge toller Content ist, den wir sicherlich später benutzen können. Schauen wir mal rein, was Villa der Liebe wirklich ist. Die Villa der Liebe. Corona-Villa. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und sieben einfach KS-Freak-Fake Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Och nein, er ist schon wieder da, scheiße Mann. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Fuck. Das sieht jetzt schon wieder so unangenehm aus, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich darüber 200 verschiedene Videos machen kann. Grüße gehen raus an Jonas Ems und den anderen Jonas, dessen Namen ich immer vergesse. Jonas, ihr sagt's. Tesla. Die schon wieder, die war doch gerade bei Krass Klassenfahrt. Cordula. Die war doch auch bei Krass Klassenfahrt. Marie. Gucken wir mal, welche dieser Frauen ich wieder hier auf unangenehme Art und Weise über meine Videos belästigen kann. Bin gespannt. Ulrike. Nein. No front. Nala. Na, La ist noch zu jung. Scarlett. Fatima. Die war doch auch bei Krasslassenfahrt, oder? Fatima war doch auch, ist doch auch Krasslassenfahrt. Jonas Wuttke. So ein Ding ist das. Jonas Wuttke. Johanna. Wer von ihnen wird sein Herz erobern? Weiß ich nicht. Also wenn ich ehrlich bin, interessiert's mich auch tatsächlich nicht. Interessiert's mich wirklich nicht, wessen Herz wer erobert. Also bin ich ganz ehrlich, es juckt mich nicht. Der Zeitpunkt ist gekommen. Das Finale steht an. Was macht er denn da? Und ist das... Nee. Warte mal, war das gerade Denise? Habe ich irgendwas verpasst? Ist da wieder... Bin ich jetzt raus? Zu jung gibt's nicht, nur legal oder nicht. Macaroni. Schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. So würde ich nicht argumentieren. Mr. Rolli, danke für den 8. Resort-Folge. Küsschen. Nachbar, ist das euch der Röcken, oder? Endlich. Ja. Let's do this. Hi, bitte. Was geht denn da ab, Alter? Das wird aber... Das ist Selina. Leute... Selina wird so ausgesprochen, Selina. So, ich zieh mich jetzt einmal aus. Welches Mädchen die erste Nacht hier verbringen wird? Scheiße, Alter. Könnt ihr nicht filmen, das ist Privatgelände. Mach mal die Kamera aus. Ich muss dir was sagen. Die Mädchen, sie wollen alle abreisen. Alter. Moment mal, Leute, ganz ehrlich, diese neue Serie wird der Obercringe. Alessio, es tut mir so leid. Oh weia. Können wir nicht Krass Klassenfahrt anschauen? Krass Klassenfahrt anschauen. Moment mal, Leute, es gibt jetzt, okay, also wissen wir jetzt, dass in dem Universum in Krass Klassenfahrt existieren Orange und ich auch. Das heißt, es gibt YouTube, das heißt, es gibt Google. Das heißt, es gibt auch diese Show in diesem ganzen Universum. So langsam fügt sich das ganze Universum von Jonas Wuttke und Jonas Ems zu einem festen Universum zusammen, ja. Ich bin mal gespannt, was da noch so zusammenkommt. Aber an der Stelle, wo ist eigentlich Frau Bra und wie kann man eine Serie ohne Lehrerin machen? Du kleines Mensch. Herzlich willkommen. Hi, ich bin Alessio. Schön, dass du da bist. Was ist dir wichtiger? Gute Gespräche wie jetzt gerade oder guter Sex? Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Alter. Die Villa der Liebe. Scheiße, Mann. Leute, ganz ehrlich, es ist wirklich, wir als Menschheit haben versagt. Danke. Maxi Melessa, danke schön. Fett oder einfach nur schwanger? Oh. Berechtigte Frage an der Stelle. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich freue mich unglaublich drauf. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Danke für den zusätzlichen Content, Jonas. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Da können wir doch sicherlich mal rein abonnieren. Ganz tolles Ding. Wieder der Liebe. Da freuen wir uns alle drauf.